Liebe Schwestern und Brüder, das Fest, das die Kirche heute feiert und wir in ihr und mit ihr, hat wie jedes Fest seine Wurzeln. Das Samenkorn dieses Festes, das Jesus mit seinem Wort an Petrus als Reaktion auf sein Bekenntnis gelegt hat, haben wir eben im Evangelium gehört. Das ist das Samenkorn eines solchen Festes, das, wenn man heute nach Rom fährt und auf dem Petersplatz steht, vor der Peterskirche, zu einem gewaltigen Baum geworden ist, wenn man die Christenheit anschaut. Aber Millionen Katholiken weltweit, die geeint sind unter dem sichtbaren Petrus in unserer Zeit, unter Papst Benedikt. Samenkörner brauchen ein gutes Umfeld, um sich entwickeln zu können. Und dass es ein Fest gibt, Cathedra Petri, fand ein Umfeld in einem altrömischen Fest, möglicherweise in der Cara Cognatio, wie dieses Fest heißt, das man am 20. Februar beging, ein heidnisches Fest. Es gibt noch einen anderen Ausdruck, einen griechischen, Charistia. Was tut man da? Man söhnt sich mit den eigenen Verwandten aus, wenn es Schwierigkeiten gab. Wo gibt es die nicht? Es gab einen eigenen Anlass dafür in Rom, dass man auch sogar die Gräber aufsuchte und den Toten Essensgaben brachte. War auch hierzulande weit verbreitet. Unter Karl dem Großen wurde das erst verboten. So können wir sehen und vermuten, lange Jahrhunderte konnte man es nur vermuten, was die Ausgrabungen am Beginn der 50er Jahre, Ende der 40er Jahre in der sogenannten Nekropole unter der Peterskirche freilegten. Dort findet sich wirklich der alte Circus Neronis, diese Riesenrennbahn, die Nero bauen ließ. Dieser Circus, in dem Petrus umgebracht wurde. Ganz in der Nähe ein Gräberfeld. Dort hat man ihn bei den armen Gräbern beigesetzt. Wie so viele Arme, lediglich mit Ziegeln bedeckt. Frühe Christen haben diesen Leichnam mit Händen ausgegraben und sie haben, als man später eine Stützmauer einzog, Mitte des 2. Jahrhunderts, also wir sind beim Jahr 140, 150 nach Christus, durch eine Nische dieses Grab kenntlich gemacht. Das weiß man heute. Und ein wenig später kamen zwei ganz einfache Säulchen davor. Mehr war da ursprünglich nicht, da wo heute der Petersdom sich erhebt. Man muss es sich wirklich in Erinnerung rufen, dass da, wo heute die Peterskirche steht, wo der Papst bei allen Anfeindungen und allen Schwierigkeiten, die es auch innerhalb der Kirche gibt, versucht, das Amt der Einheit auszuüben, die verschiedenen Strömungen, die es in unserer Kirche gibt, zusammenzuhalten und zu einen unter dem Wort des Evangeliums und unter der Führung des Heiligen Geistes, dass dort einmal nicht mehr war als ein Armengrab. Eines von vielen, wo frühe Christen nach ihrer altrömischen Sitte hingingen, mit ein paar Speisen und einen schäbigen Stuhl aufstellten. Der Stuhl des Petrus, des armen Fischers aus Bethsaida. Die Kirche, liebe Schwestern und Brüder, darf nie vergessen, diesen schäbigen Schemel des armen Fischers aus Bethsaida, der nichts anderes hat, neben einer großen Klappe, als ein richtiges Bekenntnis. Das Bekenntnis, das wir im Evangelium hörten. Und dieses Bekenntnis reicht, dass man Kirche baut und dass Kirche Bestand hat. Das ist nicht nur für den Papst heute, sondern für alle Christen jeweils. Auch wenn wir über die Trennungen reden, auch wenn manche Splittergruppen, die sich gerade vom Papst lossagen, für sich in Anspruch nehmen, sie seien eine besonders richtige und besonders katholische Kirche. Das muss man immer sagen. Das ist das Fundament der Kirche. Das Fundament heißt Bekenntnis des Petrus. Du bist der Messias. Und nicht nur, dass es jeder für sich spricht, sondern Kirche ist da und entsteht da und kann wachsen aus diesem Samenkorn des Bekenntnisses, wenn wir es mit Petrus sprechen. Und zwar jeweils mit dem aktuellen Petrus. Wir können es mit dem Apostelfürsten nicht mehr sprechen. Vielleicht im Himmel wieder.
Jetzt müssen wir es mit dem lebenden Petrus sprechen und nur in Gemeinschaft mit ihm. Und dann sehen wir, wie dieser apostolische Stuhl aus dem schäbigen Schemel geworden ist und wie er zu Recht Autorität beansprucht. Autorität weltweit. Vielleicht die einzige, die wir auf diesem Erdball noch haben.